Hallo, willkommen zur Ausstellung von Rebecca Saunders, Rockaby im Tresor des Bank Austria Kunstforum Wiens. Wir haben dieses Werk zusammen produziert mit dem Musikverein Wien. Rebecca Saunders ist eine Künstlerin, die sehr an interdisziplinären Arbeiten interessiert ist. Das heißt, sie hat sehr früh angefangen, sowohl mit dem Raum an sich zu arbeiten, da in ihrer Komposition der Klang und auch immer wieder die Stille eine große Rolle spielt, genauso wie Objekte. Aber auch hat sie einen starken Bezug zu Literatur, hier vornehmlich zu britischen Klassikern wie James Joyce oder Samuel Beckett, der auch der Namensgeber unserer Ausstellung ist. Und sie ist auch sehr an Performance interessiert. Dieser hier steht 18 drauf. Das war in Chroma ursprünglich 2003. Das habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Hatte ursprünglich so ein Glasgefäß hier hingewiesen. Und das ist hier aufgedreht, hier unten. Und wenn man das aufmacht, fängt das an zu. Es braucht den Boden als Resonanz. Die finde ich super. Es macht mir riesen Spaß, in einem Team zusammenzuarbeiten. Und als Komponist ist man oft ganz stundenlang, tagelang, wochenlang alleine und komponiert. Und hier irgendwie kommen wir alle zusammen und machen etwas ganz einzigartig. Das kann nur einmal in diesem Raum eigentlich denn stattfinden und es ist kreiert für diesen Raum. Und ich finde, dass der Raum ganz besonders ist. Die Spieldosen bestehen aus ganz viele verschiedene Melodien. Und das ist eine Art Collage. Ja, wenn man die alle voll aufdreht, die sind nicht mehr süßlich und charmant und melancholisch. Das ist wie ein Klangobjekt. Das ist so eine Klangfläche. Und genauso wie mit meinen einzelnen Stücken, die hier mit den Spieldosen überlagert sind, das ist auch so ein, die sind auch irgendwie so, das ist auch ein Stück an sich. Und da gibt es hier ein Timeline, eine Collage, wo die Spieldosen manchmal alle auf einmal, super laut, manchmal nur ganz kleine Fragmenten gespielt werden, zusammen mit dem Musiker. Rebecca Saunders ist eine der zentralen Stimmen der zeitgenössischen Musik unserer Zeit. Sie hat ja nun wirklich eine ganz eigene Musik- und Klangsprache entwickelt über die vielen Jahre. Und deswegen ist sie in dieser aktuellen Saison bei uns im Musikverein ein ganz zentrales Element der großen Vielfalt der musikalischen Sprachen aus der Geschichte der Musik und aus der Gegenwart der Musik. Und deswegen sind wir sehr froh, dass sie bei uns eine ganze Reihe von Konzerten bestreitet, wie heute eben auch hier im Kunstforum in Wien. Die Besucher werden irgendwann mal während des Stückes Rockabye eingeladen, die Spieldosen auch zu spielen. Und ich denke, man soll sich nicht zurückhalten. Wenn man eingeladen ist, kann man sehr gerne auch spielen mit den Spieldosen und die Einzelmelodie in Gang setzen und die anderen ausmachen und zusammen mit den anderen Mitgliedern des Publikums und die Musiker eine eigene Collage bilden. Das Besondere an dieser Ausstellung ist natürlich, dass es sich um Performance handelt, um Konzerte handelt, die man ja nur einmal live erleben kann. Unsere Aufgabe war natürlich dafür, dann einen Weg zu finden, wie wir das in einer Ausstellung transportieren können. Einmal natürlich durch das Konzept der Ausstellung schon grundsätzlich, das sehr partizipativ angelegt ist, da ja die Besucher, also auch nicht nur in den Konzerten, sondern eben auch dann in der Ausstellung mit den Spieluhren spielen dürfen, das heißt selber Klänge erzeugen. Und wir haben eine sehr aufwendige Dokumentation mittels einem Film geschaffen, der also auch den Klang des Konzertes extrem gut wiedergibt, den wir auf 5 Leinwänden im Raum zeigen. Ich finde, das hat was ganz Rührendes eigentlich, dass es dann einfach so da liegen bleibt.